Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen wieder den Radsportmanager. Das machen wir ja schon eine ganze Zeit lang mit Jan Ullrich und auch bei anderen großen Rundfahrten wie die Tour de France oder Vuelta haben wir nochmal ein spezielles Let's Play gemacht. Jetzt wird es noch ein neues geben, diesmal allerdings nicht mit einem Etappenfahrer wie bei Jan Ullrich, sondern wir nehmen einen Puncheur, einer der wirklich auf Eintagesrennen spezialisiert ist, der bei großen Rundfahrten sicherlich auch die hügeligen Ankünfte sehr gut bestreiten kann, im Sprint mit reinhalten kann, also einen sehr, sehr guten Allrounder. Und dafür habe ich mir auch einen Fahrer ausgedacht, über den es viel, viel zu erzählen gibt. Da können wir dann also auch ein bisschen eine kleine Geschichtsstunde machen. Ich werde euch gleich sagen, wie er heißt. Noch zum anderen Let's Play mit Jan Ullrich. Da gehen wir jetzt nachher in die Saison 2018. Wird es eine große Infofolge geben. Alle Teams, alle Fahrer werde ich nachher noch posten. Kommen heute dann, glaube ich, mehrere Folgen vom Radsportmanager. Ist aber auch gar kein Thema. So, wir starten hier neu in eine komplett neue Karriere, wieder im Einzelspielermodus und eben Pro Cyclist. Die Karriere mit einem Team habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben. Kann man mal schauen, wenn sich die Pro Cyclist-Karrieren vielleicht ein bisschen festlaufen, dass man damit vielleicht nochmal anfängt. Jetzt momentan möchte ich aber erst nochmal eine Pro Cyclist-Karriere machen, einfach um mal einen anderen Fahrertyp zu haben. Deswegen gehen wir auch gleich hier rein in den Pro Cyclist-Modus und jetzt müsste eigentlich geladen werden, ganz genau. So, ich habe mir tatsächlich dann, wie gesagt, den Puncheur ausgesucht. Oder Puncheur, ich weiß es gar nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Ich lasse das jetzt einfach mal so. So, großer Champion soll natürlich wieder unser Potenzial sein. Wir wollen natürlich so viel wie möglich rausholen in unserer Karriere. Wir sehen, dass wir dann mit diesen Ausgangswerten starten werden. Mit einer 69 in der Beschleunigung natürlich schon sehr, sehr gut. Mit einer 68 am Hügel. Das ist auch schon für einen 19-Jährigen sehr stark und wir werden uns ja relativ schnell verbessern. Hab mir jetzt eben bei Wikipedia, bei Google ein paar Fotos angeschaut, nochmal ein paar Anekdoten durchgelesen, was man aber häufig ohnehin schon kennt. Und wir werden einen Fahrer nehmen, der kommt aus Belgien, der kommt aus der Region Flandern, das habe ich extra nochmal nachgelesen. Und er hat einen relativ bekannten Namen. Einige von euch werden jetzt gleich sagen, joch, den kenne ich. Wir spielen nämlich mit Eddy Merckx. Ich denke mal, das ist ein Name, den man gern liest. Ich musste allerdings nachlesen, wie groß er tatsächlich war. Und ich war etwas verblüfft, dass der Mann 1,85 Meter groß ist, was wirklich relativ groß ist für einen Fahrer. Und laut Wikipedia hat er 74 Kilo. Deswegen würde ich das jetzt auch mal so lassen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich richtig brutale Auswirkungen hat auf ein Rennen, auf das Spiel. Hab davor immer so das Gefühl gehabt, dass es eigentlich ziemlich egal ist, wie groß und schwer man hier einstellt. Aber gut, vielleicht täusche ich mich ja auch. So, damit hätten wir hier eigentlich alles richtig eingestellt. Wir sehen hier die Daten, die sich natürlich noch deutlich verbessern werden. Und dann gehen wir jetzt schon mal in den nächsten Bildschirm rein. Ich denke, ich brauche das hier nicht mehr vorlesen. Wir kennen das auch. Ich werde jetzt auch nicht mehr quasi ein kleines Tutorial machen, wie ich das vorher getan habe bei Jan Ullrich. Wer jetzt wirklich den Radsportmanager noch nicht kennt und einfach mal eine kleine Einführung haben möchte, was denn alles, was die Bildschirme alles bedeuten, was die Zahlen alles bedeuten, dann einfach nochmal bei Jan Ullrich reinschauen. Wie gesagt, Link werde ich dann posten unter dieses Video. Und dann haben wir eben zwei Let's Plays parallel. Das hat bei der Vuelta jetzt relativ gut geklappt. Auch mit dem Hochladen habe ich eigentlich keinerlei Probleme gehabt. Hätte es theoretisch noch schneller hochladen können. Von daher fahren wir mit Eddy Merckx. Ich finde, ein cooler Typ, cooler Name, der Kannibale genannt. Gibt so viele Anekdoten. Eine kann ich ja schon mal erzählen. Ich werde dann auch mal, wenn wir etwas flachere Etappen haben, wo vielleicht jetzt nicht so viel ansteht. Da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal ein paar Anekdoten erzählen. Einfach nur, warum der Kannibale. Er hat fünfmal die Tour gewonnen, fünfmal den Giro und viele andere große Rundfahrten ebenfalls. Eine Anekdote, die mir jetzt gerade so einfällt, ist, dass er erfahren hat, dass sein Teamkollege das Team verlässt und er hatte, ich glaube, es war ein Trikot, das er hatte auf einer Rundfahrt und dann ist der Eddy Merckx so vorne weggebraust und hat so viel, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Punkte oder Zeit waren, das war nicht genau angegeben, leider in der Anekdote. Auf jeden Fall hat er den dann noch in Grund und Boden gefahren, nur weil er erfahren hat, dass der ja das Team wechselt. So war Eddy Merckx. Er wollte alles gewinnen. Er war sicherlich nicht der populärste im Feld. Aber es war halt auch noch eine Zeit, in der es diese Spezialisierung, wie es jetzt hier bei Stärke eingestellt ist, eigentlich noch nicht so 100% gab. Also da konnte man auch das grüne Trikot bei der Tour gewinnen, was ja heute als Bergfahrer quasi unmöglich ist. Außer es gibt ein hügeliges Terrain, wie jetzt dieses Jahr bei der Tour. Generell geht der Trend ja ein bisschen von den Sprintern weg, habe ich das Gefühl. Aber auf jeden Fall war er der Kannibale, er wollte immer alles gewinnen. Er war ein Top-Allrounder.
Theoretisch müsste man eine Mischung aus Pancheur und Etappenfahrer aus ihm machen, weil er einfach so großartig war. Aber können wir leider nicht, deswegen habe ich aber jetzt mal den Pancheur genommen, um ein bisschen von den Etappenrennen wegzukommen. Und dann gehen wir mal auf weiter. Wir schauen nochmal, großer Champion, Pancheur, ob alles richtig eingestellt ist. Ich habe es nämlich vorhin schon mal falsch gemacht. So, jetzt gehen wir auf weiter und jetzt haben wir hier drei Teams zur Auswahl. Davon sind zwei, glaube ich, schon relativ schwer. Zweieinhalb Sterne, Team Continental, Continental Pro, sogar Topsport, Flandern, Baloise. Das ist natürlich, da fahren wir natürlich schon gegen sehr, sehr gute Gegner. Da werden wir kaum Chancen haben zu gewinnen. Das hatte ich bei meinem privaten Spiel auch. Da bin ich auch direkt zu einem zweieinhalb Sterne-Team gegangen. Da haben wir kaum was geholt. Dann würde ich nämlich fast sagen, wir gehen wieder zu einem kleinen Team. Team 3M ist auch ein Continental-Team. Skydive Dubai, ich weiß nicht, ob wir da jetzt unbedingt für fahren müssen. Schade, kann man sich eigentlich die. Ich würde mir immer ganz gerne mal die Fahrerliste anschauen, aber das geht leider nicht. Hier sind wir jetzt bei Climber, sind wir da sogar am besten quasi notiert. So, wir sind natürlich eigentlich ein Puncheur. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Also, ich würde ganz gerne auch für ein belgisches Team starten. Team 3M ist jetzt das kleinste, was wir hier haben. Bei Skydive, das ist nicht wirklich besser, obwohl die natürlich einen kompletten Stern mehr haben. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal bei Team 3M. Dann haben wir wirklich wieder auch den Start bei einem sehr, sehr kleinen Team. Topsport Flandern. Wie gesagt, ich habe beim ersten Mal, als ich gespielt habe, auch gedacht, jawohl, ich nehme natürlich das Top-Team von den dreien, die mir als erstes angeboten werden. Und habe in der ersten Saison aber kein Rennen gewonnen, weil ich auch häufig fast nur bei Rennen starten konnte, die top besetzt waren oder wo eben doch immer ein Fahrer dabei war, der besser war. Das hat dann auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, muss ich sagen. Deswegen starten wir beim Team 3M. Das Trikot ist auch schon gelb, da können wir uns schon mal für unsere Karriere dran gewöhnen. Und jetzt sind wir hier willkommen im Pro Cyclist Modus. Wie gesagt, ich werde das hier jetzt nicht alles nochmal erklären. Wer das nochmal erklärt haben möchte, kann sich das gerne anschauen. Wir schauen mal in die Planung und wir sehen, dass wir trotzdem sehr, sehr viele Rennen zur Auswahl haben. Stair van Zwolle, Kuurne, Brussel-Kuurne, das sind natürlich dann schon solche Kopfsteinpflasterrennen, die uns eigentlich nicht liegen. Man kann sogar handzahme Rennen fahren. Handzahme Klassik. So, ich hoffe mal, dass hier nicht nur Kopfsteinpflaster gefahren wird. Anscheinend aber doch. Dann haben wir auf jeden Fall hier die Istarsko Brolyece Istrian Spring Trophy. Eine viertägige Rundfahrt, wo wir, denke ich mal, schon ganz gute Chancen haben werden. Gibt zwei hügelige Ankünfte, da können wir auf jeden Fall dran teilnehmen. Kuurne, Brüssel-Kuurne, wie gesagt, ein Kopfsteinpflasterrennen, Teller flach, würde ich jetzt. Ja, wir haben halt momentan nur 10 Punkte zur Verfügung. Wir können Rennen hinzufügen, das kostet uns 3 Punkte. Wir können Rennen aus dem Kalender streichen, das kostet uns eben auch die Punktzahl, die daneben steht. Deswegen würde ich das erstmal lassen. Pflicht ist sowieso der Cyanide Cup. Stair van Zwolle ist relativ flach, da können wir ja dann vielleicht einfach mal so zum Formaufbau allein schon auf unsere kroatische Rundfahrt mitnehmen. Hier ist dann halt auch wieder sehr, sehr viel Kopfsteinpflaster, das finde ich eigentlich gar nicht so toll. Handsame Klassik. Dann müssen wir mal schauen, wo setzen wir denn den Saisonhöhepunkt? Hier rund um den Finanzplatz U23, das kennen wir ja schon zur Genüge, ich würde es eigentlich ganz gerne mal weglassen. Hier, na, das wäre natürlich eigentlich. Mal schauen. Das ist natürlich alles sehr, sehr flach, aber wir sind ja dann auch ein ganz guter Sprinter. Im Zeitfahren werden wir wahrscheinlich nicht top sein. Das macht aber nichts. World Ports Classic sagt mir auch nichts. Ein paar Hügel drin der dritten Kategorie und dann eher noch eine Sprintankunft. So, dann schauen wir mal. Also, am Anfang. Denke ich mal, können wir das eigentlich so lassen. Ich würde jetzt hier eigentlich ungern Punkte rausnehmen, auch wenn das hier zwei Kopfsteinpflasterrennen sind. Es wird auch anders sein als bei Jan Ullrich, wo ich ja am Anfang immer viel, viel selbst simuliert habe. Wir werden hier immer dabei bleiben, weil die Videos hier jetzt ja deutlich kleiner werden. Das ist alles tipptopp. Deswegen werdet ihr auch nichts mehr verpassen, werdet bei jedem Schritt dabei sein. Hier haben wir dann auch noch U23-Rennen, aber auch sehr, sehr flach. Runde von Nordholland, halt auch wieder Kopfsteinpflaster. Rund um den Finanzplatz war jetzt auch kein Profil unbedingt, wo man sagen würde, jawohl, das ist es, obwohl es natürlich nur 140 Kilometer lang ist, die U23-Rennen. Lüttich-Bastogne-Lüttich, das wollen wir natürlich fahren, U23. Das nehmen wir auf jeden Fall mit ins Programm.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Rennen, gerade auch für uns, für unser Team, belgisches Team. So, danach kommen viele Sachen, die mir nichts sagen. La Flèche Ardennaise müsste uns eigentlich auch entgegenkommen. Allerdings können wir dann hier nicht mitfahren, aber das ist auch halb so schlimm. So, dann würde es nach Polen gehen. Da kommt aber das Circuit de Wallonie. Das ist wieder ein Kopfsteinpflasterrennen, was ich ja gar nicht so gerne mache. Worldports Classic. Ich würde sagen, wir lassen den Kalender eigentlich erstmal so. Können hier nochmal schauen. Auch viel Kopfsteinpflaster. Logischerweise, es ist März. Es ist die Saison, wo man sich auf Paris-Roubaix, die Saisonphase, wo man sich auf Paris-Roubaix vorbereitet. Die 3 Tage von Flandern. Da ist Kopfsteinpflaster allerdings nur am Anfang. Und ansonsten geht es da auch relativ flach zu. Ja, schwierig. Ich würde jetzt sagen, wir setzen unseren ersten Punkt mal so auf den 12.3., 15.3. Da, dass wir da schon mal relativ gut in Form sind, wobei das natürlich nicht unser Saisonhöhepunkt werden wird. Aber so einen richtigen Saisonhöhepunkt konnte ich jetzt noch nicht ausmachen. Natürlich, wenn wir vielleicht schon ein Rennen gewonnen haben, dann wäre natürlich die Belgien-Rundfahrt ein Traum, wenn wir da teilnehmen könnten. Das wäre sensationell. Deswegen versuchen wir mal die Form so im Mai hochzubekommen. Aber wir müssen natürlich vorher auch schon mal schauen, dass wir mindestens ein Rennen gewinnen, was uns vielleicht ja auch bei den U23-Rennen hier im April, im März gelingen wird. So, rund um den Finanzplatz können wir nicht fahren, aber wir fahren natürlich lieber Lüttich-Bastogne-Lüttich U23. Da würde ich sagen, 1.5. ist mal wieder unser Ziel. Das war es ja vorher auch schon am Tag der Arbeit. Nur dieses Mal halt nicht bei rund um den Finanzplatz Eschborn, sondern eben bei Lüttich-Bastogne-Lüttich U23. Und jetzt schauen wir nochmal zum 12.3. Wir fahren jetzt die Cyanide Cups. Die versuche ich jetzt vielleicht sogar alle drei in dieses Auftaktvideo mit reinzubringen. Und dann eben zum März hin. Deswegen würde ich die Form jetzt eigentlich. Da ist der März, 28.2. Dann machen wir jetzt mal bis zum Cyanide Cup ganz normal und danach gehen wir mit der Fitness erst nochmal ganz kurz runter. Weil wir die Müdigkeit, beziehungsweise die Müdigkeit wäre ja eh noch nicht besonders hoch, aber sie geht dann leicht hoch. Aber das ist, denke ich, mal harmlos. Dann lassen wir das jetzt erstmal auf 3 und simulieren ein bisschen weiter. Und dann fahren wir, wie gesagt, direkt den Cyanide Cup mit Eddy Merckx im Team 3M. Trikot gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist ja auch immer ganz, also was heißt ganz wichtig? Es ist ein bisschen wichtig, jetzt nicht so, dass das bei der Teamauswahl die größte Rolle spielt. Aber bei Jan Ulrich kann ich ja schon mal sagen, werden wir jetzt, wir wechseln nicht das Team, aber wir werden auf jeden Fall einen neuen Teamsponsor bekommen. Und das ist Blacko Smith. Also ich werde, glaube ich, 10-mal Blacko Schmidt sagen. In grünen Trikots fahren wir dann jetzt statt in den normalen Etix Quickstep, finde ich ein bisschen schade. So, wir schauen uns natürlich, was wir noch gar nicht gemacht haben, müssen wir natürlich noch machen, unser Team mal an. Das ist sehr, sehr wichtig und relativ großes Team, würde ich mal sagen. Die Eigenschaften natürlich. Am Berg haben wir eigentlich keinen Fahrer, der wirklich richtig gut ist. Da sind wir tatsächlich auch schon sehr, sehr weit oben. Im Hügelwert haben wir eine 68. Sehr, sehr viele Pancheure dabei, aber ist klar, es ist ein belgisches Team, Nordklassiker. Die sind voll darauf ausgerichtet. Im Zeitfahren sind wir natürlich sehr, sehr schlecht. Mit einer 56 haben wir Christophe Slöch, ist quasi da der beste Prolog-Zeitfahren. Da sind wir schon etwas besser. Das ist klar, diese kurzen Strecken liegen uns dann eher. Kopfsteinpflaster sind wir miserabel. Nach 54. Gut, dass wir in einem belgischen Team unterwegs sind. Im Sprint, da werden wir uns noch deutlich verbessern. In der Beschleunigung sind wir schon relativ weit oben. Da haben wir auch Geert van der Weist, der so ein bisschen unser Kapitän wahrscheinlich sein wird mit der Beschleunigung von 75. Auch erst 24 Jahre alt. So, das ist unser Team, werden wir aber, denke ich mal, noch kennenlernen. Elliot Porter haben wir hier noch, einen Briten. Jake Tanner ebenfalls. Und einen Iren haben wir auch noch, Jack Sattler. Ansonsten Conor McConvey, auch noch ein Ire. Und David Montgomery, also doch ein bisschen durchmischt, hätte ich jetzt gar nicht so sehr gedacht. So, wir schauen Jack Sattler, Jimmy Janssens, Nicolas Verreeken, Dylan van Zyl und Martijn de Graeff haben wir hier dabei. Unsere Form ist okay, gerade für die Phase der Saison. Und dann gehen wir jetzt mal direkt nach San Sebastian in das 3D-Rennen rein. Die Ladebildschirme kann ich dann eigentlich auch nochmal rausschneiden. Das ist auch nicht das ganz große Problem. Aber ich lasse sie jetzt erst nochmal drinne, also diesen zumindest.
Und dann lassen wir die halt danach weg. Nur jetzt, dann seht ihr auch mal den Ladebildschirm. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, nichts Innovatives. Aber wie gesagt, vielleicht kommen ja einige neu dazu, die auch über Eddy Merckx dann vielleicht denken, oh cool, oder vielleicht auch einfach mal eine andere Art des Radsportmanagers spielen. Bei Jan Ulrich, finde ich, machen wir das bislang eigentlich ganz gut. Wir haben die Vuelta a España jetzt in der dritten Saison gewonnen. Sind bei, wie gesagt, immer noch quasi bei ETX Quickstep, obwohl der Name sich jetzt geändert hat. Und werden die Tour de France dann jetzt 2018 in Angriff nehmen. Und es wird, da das ja alternierend ist, mit der Originaltour und einer anderen, werden wir, glaube ich, die alternierende fahren. Also die Nicht-Originaltour jetzt in 2018. Bin mal gespannt, wie die aussieht. Habe ich mir nämlich noch nie angeschaut. Und vielleicht haben wir da ja tatsächlich Chancen, schon aufs Podest zu fahren. Und vor allem, wir müssen uns noch ein bisschen verbessern, bis wir dann tatsächlich um den Gesamtsieg mitfahren können. Aber mal schauen. Jetzt bei der Vuelta war die Konkurrenz relativ schwach. Da haben wir sie alle in Grund und Boden gefahren. Aber jetzt sind wir hier natürlich bei Eddy Merckx. Und wir haben schon quasi das gelbe Trikot an. Sehr cooles Trikot, natürlich die Nationalfarben Belgiens, aber auch ein bisschen deutsch aus. So, die Taktik, die Renntaktik wird jetzt erstmal ganz klar sein. Schon so machen, damit die Kamera gleich sich mitdreht, oder? So, wieder ein bisschen eine Umstellung. Wir haben ja auch für BMC Racing mit Van Garderen die Vuelta parallel gefahren. Jetzt hakt er sich hier schon fest. So, wir sehen vor allem, der Fahrer ist jetzt auch relativ groß in der Animation. 1,85, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Ulle. Ja, 1,70 nur gegeben. Vorne versucht jetzt schon eine Ausreißergruppe wegzufahren, deswegen lasse ich jetzt erst einmal, dass wir hinten im Feld fahren. Alles halb so wild. Ich kann noch mal ein bisschen schneller stellen. Ich glaube, dass jetzt hier in der ersten Rennphase nicht wirklich viel passieren wird. Wir sehen hier im Profil, gibt einen relativ steilen Anstieg und dann dreimal einen Rundkurs, wo es denselben Anstieg geben wird. Kennen wir auch noch von Jan Ulrich. Da lustigerweise erinnert man sich an diese allererste Folge, die allererste Etappe sehr, sehr gut. Obwohl man sie, ich glaube, ja logischerweise erst zweimal gefahren. Dem hat es gerade einen Sturz gegeben. Ist nicht gut. Gleich mal ein Fahrer, Jansens, haben wir verloren. Macht nichts. Puls ist 150. Wir fahren relativ am Ende des Feldes, aber ich würde jetzt erst vorfahren, wenn das Tempo ein bisschen nachlässt. Ich muss erst daran gewöhnen, da so einen riesigen Fahrer zu haben. Bin gespannt, ob das, wie gesagt, irgendeine Auswirkung hat auf die Werte. Wir warten es einfach mal ab. Da sehen wir jetzt auch diesen kleinen Hüpfer neben uns. So, 3 Minuten haben die Ausreißer jetzt Vorsprung. Dann fahren die Menschen wieder so schnell. Also sehr, sehr hohes Tempo am Anfang. Ist jetzt alles wieder auseinandergefallen. Zumindest wenn sich mal eine Ausreißergruppe finden würde, dann würde sich der Puls vielleicht auch mal etwas beruhigen. So, jetzt ist es bei 120. Ich glaube, jetzt können wir mal in Ruhe nach vorne fahren und die Position dann logischerweise auch halten. Das für ein Team eigentlich ganz cool. Tief ran. Ich weiß ja nicht, was WGC bedeutet. Ist auch nicht so wichtig. So, Eddie, dann fahr mal vor. Das Gute ist, man erkennt ihn auch aus dem Weltraum. Die chinesische Mauer und Eddie Merckx. Er wartet ein bisschen, bis er nach vorne kommt. Mensch, was ist denn hier los? Vor allem mein Verrecken ist ja klar, dass der stürzt. Ich glaube, diesen Witz werde ich jetzt, solange wir in diesem Team fahren, werde ich diesen Verrecken-Witz machen. So, ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, dass wir einen Belgier nehmen. Und Eddy Merckx, wie gesagt, ich habe lange überlegt, das habe ich jetzt im Intro auch gar nicht gesagt, lang, lang überlegt, was ich mache, ob ich einen Sprinter nehme, aber dann im Sprinter ist man halt ein bisschen eingeschränkter, das muss man sagen. Da müssen wir dann immer hoffen, dass wir gut über die Hügel mit rüberkommen und dann im Sprint reinhalten. Das macht natürlich auch Spaß, klar. Aber ich finde, mit so einem Allrounder mehr oder weniger, also ich,
denke schon, dass die Karriere sich so in Richtung Julien Alaphilippe, Philippe Gilbert in diese Richtung entwickeln kann. Das ist, denke ich mal, auch das Ziel. Kwiatkowski, halt die typischen Hügelfahrer, wie man sie kennt, die ja quasi alles können. Und jetzt sind schon wieder zwei gestürzt. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Das waren vor allem schon wieder die zwei, die hinten in der Gruppe waren. Oh Mann. Naja. So, ich hoffe, wir kriegen trotzdem Wasser. Genau, Adam Sattler. Sattler holt hier gerade die Milch. Und wir nehmen jetzt einfach Adam Sandler. Das machen wir am Anfang ja immer, dass wir Fahrern ein paar schöne Namen geben. Vielleicht fährt uns ja auch Willi Will wohl wieder über was eigentlich? Über was soll er uns fahren? Vor der Nase rum im Sprint. So, Tagesform ist minus 2, das ist eher durchwachsen. Ich glaube sowieso nicht, dass wir heute viele Aktien drin haben werden. Aber wir geben unser Bestes. Geht jetzt gleich in diesen Rundkurs rein. Da müssen wir dann halt schon schauen, dass wir immer mit dem Besten vielleicht über den Hügel drüber fahren. Aber minus 2 ist natürlich schlecht. Auf Tagesform. Eigentlich haben wir jetzt das komplette Team vorne. Auch die Jungs, die gestürzt sind, sind wieder mit dabei. Haben jetzt natürlich schon ordentlich Kräfte verballert. Und jetzt geht es gleich in den Anstieg. Mit einer 70, um da dran zu bleiben. Dann sind wir 45 Kilometer bis ins Ziel, deswegen alles halb so schlimm. Konkurrenz wird hier jetzt auch nicht episch sein. Aber jetzt heißt es hier dran zu bleiben, weil da erinnere ich mich noch, hier reißen dann gerne mal Lücken. Und wer da nicht aufpasst, der ist quasi schon raus. Und mit einer 70 können wir jetzt hier noch mitfahren. Alter Schwede, ist Eddie Merckx riesig. Das ist brutal. Da sind auch einige Columbia-Fahrer. Fahrer Rural ist auch am Start. Ach ja, das dänische Kalt-Team. Und Linus Gerdemann auch fährt. So, ne, wir fahren immer über die Kuppe, immer mit der 70 rüber. Und dann sind wir auf jeden Fall mit den vorderen über den Berg gefahren. Ich denke mal, wir müssen da jetzt nicht super Speed machen, wenn die Leute jetzt hier an uns vorbeifahren. Es wird auf der Abfahrt wieder zusammenrollen. Ich stelle jetzt den Wert schon mal auf 80 und in Position halten. Dann hoffe ich, dass wir nochmal ein bisschen Energie gut machen können, dass der gelbe Balken ein bisschen wächst. Wir haben natürlich einen Regenerationswert von 55. Aber der Puls geht jetzt schon deutlich runter. Es ist gut, dass wir so weit vorne rübergefahren sind. In der Ebene wird jetzt auch wieder Tempo gemacht, das haben wir das letzte Mal ja schon gesehen, dass quasi in der Ebene ein bisschen dieses Rennen entschieden wird. 69 Fahrer sind hier jetzt noch in der Gruppe mit dabei. Wir sehen, Eddie Merckx hat einen Puls von 160 in der Ebene. Er versucht jetzt aber auch sehr weit nach vorne zu fahren. Na klar, ich hatte die 80 eingestellt. Dann sucht er sich natürlich auch seinen Posten. So, das Tempo nochmal höher. Irgendwie ist gerade so ein bisschen dauernd Tempowechsel. Merkwürdiger Rennverlauf. Es sind natürlich auch noch vier Ausreißer vorne, 2 Minuten weg. Die wollen erst noch eingeholt werden. So, ich würde sagen, als nächstes fahren wir dann mit einer 5. Okay. Dann gehen wir wieder auf 80 hoch. Boah, jetzt wird ordentlich Tempo gebolzt. Und der Gräf und Verreken sind vorne. Die haben aber alle schon keinen gelben Balken mehr. Jetzt wieder ein kleines Stück nach vorne fahren. Und gerade ob jetzt das Tempo so ein bisschen nachlässt. So, in den Berg kommen wir jetzt mit 80, ne? Machen wir mal ein bisschen mit 75 reicht auch. Ich will auch gar nicht wegfahren. Sonst ist der gelbe Balken zu früh dann auch schon weg. Also wir gehen auf die 70 runter. Ja, wir sind vorne mit dabei. Mein Teamkapitän Arvin, der natürlich heute mehr oder weniger mitfavorisiert ist. Wir können jetzt auch noch unser Energieriegel reinhauen. Es geht noch einmal diese Strecke hoch. Kurz vor dem Ziel. Da kann man natürlich dann alle Energie verballern. Jetzt muss ich doch ein bisschen höher gehen. Sonst werden wir durchgereicht. So, auf geht's, Eddie, dranbleiben. Ziel ist natürlich Top 10. Beim ersten Rennen habe ich das noch nie geschafft bislang. Es wird diesmal auch relativ schwierig werden, aber gerade wo wir jetzt auf den gelben Balken schon sehr, sehr malträtiert haben,
Hier ist jetzt kein Tempo mehr drin, was ist los? Und dann ist die Ausreißer tatsächlich durchkommen. Oh, der gelbe Balken ist schon ordentlich weg, aber von unserem Team ist sonst auch keiner mehr weit und breit dabei. Frage ist jetzt, wann nehme ich den Energieriegel, weil jetzt in der Ebene wahrscheinlich wieder ordentlich gedrückt wird und am Berg ebenfalls. So, der Puls erstmal ein bisschen runter, aber jetzt wird er nach oben schießen. So, 1 Minute 16 rund sind die Ausreißer noch weg, beziehungsweise auch die zwei Ausreißer dort haben sie so viel Vorsprung. Kann sein, dass die durchkommen. Es sind noch 18 Kilometer. Ich hoffe mal, das Tempo geht jetzt nicht allzu hoch. Kurz vor dem Berg werde ich dann den Energieriegel zünden, damit wir im Berg, dass der burnt am besten. Soweit ich nämlich weiß, hält es dann den gelben Balken etwas länger. Huch, schießt er nach vorne, Eddie. Mach ruhig, Junge, mach ruhig, was machst du denn? Ist doch gar nicht so weit. Boah, jetzt wird vorne attackiert. Da können wir nicht mitgehen. Also gewinnen werden wir den Siamit Cup nicht. Das können wir schon mal, denke ich, definitiv sagen. Jetzt zünden wir mal den Energieriegel. Jetzt geht von der rechts und nochmal links weg. Und dann müsste es eigentlich auch schon wieder in den Anstieg gehen. Oh ne, da vorne kommt erst die letzte Rechtskurve dann. Und danach geht es links weg. Huiuiui. Ich glaube, mit der 80 kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Aber ich glaube, wir fahren trotzdem ganz gut. Es sind 21 Fahrer hier noch mit uns in der Gruppe. Jetzt burnt der Riegel. Und wenn wir dann mit einer 75 drüber fahren, könnte doch vielleicht noch reichen von der Energie. Danach gibt es ja auch erst einmal eine kleine Abfahrt. Und wir haben ja auch noch unseren roten Sprintbalken. So, wir fahren jetzt mal hier mit der 75 hoch. Da ist auch noch einer der Ausreißer angerollt. Und jetzt geht natürlich hier die Blitzi ab. Wir haben nur noch Teamkapitäne um uns rum, vorne sieht man nur Einser. So, da kamen jetzt zwei weg, das können wir nicht verhindern. Der gelbe Balken ist jetzt auch gleich leider weg bei uns und damit werden wir dann auch deutlich rausfallen. Wir haben jetzt einige vorbei, aber die Top 20 werden wir schaffen. Oh je. Ja, da treten andere aber auch schwer. Sind nicht nur wir, die gleich quasi platt sind, aber wir sind jetzt gleich über die Kuppe rüber, nur sprinten können wir halt auch nicht mehr. Das ist dann unser Problem. So, die Jungs werden wegfahren, es sind 12 Fahrer vorne weg. Da werden wir nicht mehr rankommen können, aber trotzdem ein gutes Rennen. Wenn wir jetzt quasi als 13. ins Ziel rollen könnten, wäre es natürlich sensationell. Da haben wir Demar, der mit uns fährt. Der die Nummer 1 hat, also wow, Berg 74, Hügel 75 und den haben wir quasi an unserem Hinterrad. Haben eine Minute Vorsprung nach hinten, das sollte also reichen, dass wir so 14. werden circa. Vorne werden wir jetzt keinen mehr einholen können, denke ich mal, die sprinten jetzt alle um den Sieg, außer die fangen jetzt an zu trödeln, aber das denke ich auch eher nicht, sind von uns noch 2,6 Kilometer. Von hinten droht keine Gefahr mehr. Und dann haben wir ein relativ gutes erstes Rennen gefahren, finde ich. Haben aber natürlich nicht attackiert, weil wir mit unseren Kräften ja haushalten. Attackieren macht ja nur Sinn, wenn man tatsächlich sich besser fühlt, als das vielleicht die Konkurrenz ist. Ja, das ist ja schneller geht nicht. Kann leider auch nicht vorne gucken. Madrazo fängt da jetzt an zu sprinten. So, mal schauen, ob Eddie Merckx sich dranhängt, auch wenn er keine Energie mehr hat. Sollte er eigentlich nicht können. Nee, gut, war auch ein sensationeller Sprint. Und werden wir 13. oder 14.? Ah, wir werden nur 14. Schade. Naja, alles halb so wild. 14. Platz ist, glaube ich, die beste Platzierung, die ich bislang hatte. Mit einem Fahrer. Natürlich haben wir jetzt hier auch den besten Hügelfahrer. Und gewonnen hat Pavel Bernas aus Polen vor Leonard Ducke und Enrico Barwin, der ja eigentlich der Favorit war. Aber diese Werte dieser Fahrer werden wir relativ schnell bekommen. Wir lassen natürlich jetzt auch erstmal den Trainingswert auf Puncheur, das ist am sinnvollsten. Später in der Karriere kann man dann vielleicht nochmal auf Sprint oder sowas umstellen, aber das kostet dann natürlich auch immer Punkte bei einigen Sachen. So, den ersten Cyanidcard haben wir gefahren, sind 14. geworden, was ich persönlich ziemlich gut finde. Sind auch deutlich Bester unseres Teams geworden. Da haben wir den nächsten, der ist 34. Also da haben wir schon mal gezeigt, wo es lang geht. Haben auch gleich, weil wir unser erstes Rennen beendet haben,
schon mal Punkte bekommen, dann machen wir jetzt direkt weiter. Und Preisgeld haben wir tatsächlich bekommen. 50 € gleich im ersten Rennen, ein Traum wird wahr. Und wir haben schon die nächste Stufe gezündet. Beschleunigung sind wir jetzt auf 70, Ebene 62. Sehr, sehr schön. Richtig viele Punkte bekommen. Ist man gar nicht mehr so gewöhnt. Hügel eine 69, Berg 63. Zähigkeit gleich mal 3 Punkte drauf bekommen. Super. Finde ich sehr, sehr geil. 50 € auch noch eingenommen. Und dann simulieren wir weiter bis zum nächsten Cyanid Cup, die wir jetzt alle dreimal mitfahren werden. Und wen haben wir diesmal dabei? Ui, Gerd van der Weist ist dabei. Das ist ja quasi unser Teamkapitän, der im Sprint und Beschleunigung der stärkste ist. Schauen uns natürlich mal das Profil an. Relativ flach. Hier gibt es einen kleinen Hügel. Da können wir mal in den Sprint mit reinhalten. Weil wir da natürlich noch nicht stark genug sind. Aber wir haben eine Beschleunigung von 70. Schauen wir einfach mal, was drin ist. So, und dann machen wir hier natürlich auch das 3D-Rennen. Wie gesagt, den Ladescreen werde ich jetzt erstmal noch nicht rausschneiden. Der lädt sowieso nicht besonders lang bei einer Etappe 123,4 Kilometer. Wir können natürlich gerade nochmal unsere Teamkollegen anschauen. Jimmy Janssens war eben auch schon dabei. Fabrice Melz, Dylan van Zyl und Gert-Jan de Vos sind hier mit am Start. Von der Form her sind wir schon relativ ordentlich drauf. Ist jetzt nicht so, dass wir uns den Höhepunkt erreicht haben. Wir werden sogar schon an zweiter Stelle genannt im Team. Wie wir dann unsere Karriere planen, ob wir dann vielleicht tatsächlich nochmal ein Jahr bei einem kleinen Team fahren, um einfach möglichst viele Siege einzuheimsen, oder ob wir halt direkt eine Stufe höher gehen. Topsport Flandern wäre ja zum Beispiel ein Team, zu dem man durchaus hinwechseln könnte. Bei den Favoriten sind wir nicht genannt. Sprint 74, ja, sind wir natürlich eher Außenseiter, aber auch unser Kapitän ist da nicht mit dabei. Bei den Top-Leuten. Aber Sprint ist natürlich häufig auch eine gute Vorbereitung, eine gute Taktik. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Bei Sprints bin ich ja noch nicht so erfahren. Von daher kann das schon mal sein, dass das ein bisschen blöd aussieht. Ganz kurz Pause gemacht und jetzt sind wir hier im Rennen drin. Ja, die Taktik, denke ich mal, wird jetzt eigentlich eher so aussehen, dass wir nicht ausreißen werden. Es ist wieder San Sebastian, San Sebastian. Diesmal ein bisschen anderes Profil. Es gibt leichte Hügel kurz vom Ziel, wie man das hier sieht. Aber nicht unbedingt was, wo man ausreißen könnte. Außerdem wird das Tempo dann schon relativ hoch sein. Deswegen wird es schwierig, dort jetzt für die Entscheidung zu sorgen. Wir bleiben erstmal da, wo wir sind, weil jetzt gerade versucht sich wieder die Ausreißergruppe vorne zu finden. Stell immer wieder ein bisschen schneller. Man wird natürlich nicht rausfallen. Passiert dann immer mal gerne, wenn man am Ende des Feldes fährt. Das ist ziemlich blöd. Da wäre auch ein Affenzahn hin. Und weil immer sehr, sehr hohe Pulswerte am Anfang liegt natürlich auch daran, dass die Fahrer hier nicht so stark sind, wie wir es inzwischen ja gewöhnt sind von Jan Ullrich. Aber Eddy Merckx ist jetzt in einer guten Position, wenn das Tempo rausgenommen wird. Fahren wir gleich noch ein Stück vor. Jetzt schon mehr oder weniger der Fall. Ein kleines Stück vor, nicht ganz an die Spitze. Aber zumindest so. Jetzt schlängeln wir uns hier ein bisschen durchs Profil durch. Relativ kurze Etappe. Haben wir ja gesehen, nur 120 Kilometer lang. Der steilste Anstieg kommt jetzt gleich. Ich glaube nicht, dass da schon so großes Tempo gefahren wird, dass einige Probleme haben. Ausreißer sind zwei vorne weg. Wir schauen sie uns an, obwohl wir uns wahrscheinlich eher wenig sagen werden. Martin ein Spanier und Evra ein Belgier. Jetzt nicht die bekanntesten. Beziehungsweise sagen wir überhaupt nichts. Und unser Pulswert ist relativ gut, gerade auch verglichen mit unseren Teamkollegen. Da haben wir deutlich weniger Schläge zum Teil. Van Zyl jetzt einen sehr, sehr hohen Puls. Unser Bergwert
ist natürlich mit einer 63 auch ganz ordentlich. Hügelwert 69, es gilt ja wohl auch eher der Hügelwert hier. Wir können ja schon mal ein paar Eddie Merckx Anekdoten, wie gesagt, werde ich dann auch immer mal wieder erzählen. Allerdings muss ich natürlich gestehen, dass ich nicht alle kenne. Ich muss auch einige nachlesen. Wird von vielen Granden wie, naja, ich sag jetzt mal Lance Armstrong, Miguel Indurain, die halten ihn halt für den größten Radsportler aller Zeiten. Und das ist, denke ich mal, auch definitiv so. Kaum einer, der diesen Willen gezeigt hat, der so viel gewonnen hat und natürlich auch so viel Unterschiedliches gewonnen hat. Irre, Eddie Merckx ist jetzt 70 Jahre alt geworden, dieses Jahr. Hat seine eigene quasi Radmarke, Merckx Bikes, auf dem Markt. Und naja, ich denke mal, dafür, dass wahrscheinlich zu der Zeit es jetzt gesundheitlich noch schlimmer war, als heute Rad zu fahren mit 70 Jahren, sieht er immer noch recht frisch aus. Er ist natürlich inzwischen etwas voluminöser geworden, würde ich mal sagen. Aber trotzdem immer noch eine große Persönlichkeit. So, jetzt wollen wir mal hier aufs Renngeschehen achten. 50 Kilometer noch. Jetzt haben wir gerade so ein kleines bisschen durchgereicht. Unsere Tagesform ist plus 4. Und das bleibt, wäre natürlich klasse. Dann können wir nämlich wirklich in den Sprint reinhalten. Plus 4 bedeutet so viel wie, wir bekommen auf alles da unten noch 4 obendrauf. Natürlich immer noch keine super Werte und gerade ist da schon wieder einer gestürzt. Ausgerechnet unser Kapitän ist gestürzt, Van der Weist. Das ist natürlich kein Traum. So, jetzt sind es noch 29 Kilometer. Da wir ja den dritten Cyanid Cup auch gleich noch fahren werden, lasse ich das hier mal ein bisschen schneller durchlaufen. Also die Entscheidung schauen wir uns natürlich in Realzeit an. Die Ausreißer sind jetzt noch knapp eine Minute weg. Tagesform ist jetzt bei plus 2 leider nur noch. Aber auch halb so schlimm. Jetzt schon mit dem Wert auf 80. Bislang ist das Tempo zumindest nicht so hoch. Also unser gelber Balken, der lebt noch sehr, sehr gut. Da vorne haben wir jetzt auch die Ausreißer gerade ins Rücken sehen. Das heißt aber vorne mit dranbleiben. Da haben wir ein bisschen abgekürzt eben. 20 Kilometer, meistens flach. Aber dieses etwas Hügelige könnte uns natürlich doch in die Karten spielen. In der Beschleunigung sind wir relativ gut. So, jetzt heißt es hier mithalten. Und dann suchen wir uns ein Hinterrad. Das gut ist, wie schaut es denn hier aus? Churuca. Relativ guten Wert. Für wen fahren die denn hier vorne? Was ist das hier? Kreda mit einer 74. Ja, ich würde mich aber eigentlich jetzt ungern jetzt schon entscheiden für ein Hinterrad. So, das Tempo wird jetzt sehr, sehr hoch. Da müssen wir jetzt vorne mitfahren. Ich denke mal 10 Kilometer, 12 Kilometer können wir auch mit der 80 fahren. Momentan können wir sogar noch deutlich vorbeifahren. Und jetzt eine kleine Kuppe. Die werden wir auch im Profil sehen. Wir probieren es. Erfolgreich sein wird, ich weiß es nicht. Ich komme auf jeden Fall nochmal näher ran. Fabian Wegmann hatte attackiert. Den haben wir jetzt locker ein, der ist ziemlich eingebrochen. Fabian Wegmann sieht aber noch gut aus da vorne. Das Feld ist auch nur 14 Sekunden hinter uns. Das wird nichts werden, leider. Ich habe es trotzdem mal versucht mit der Attacke. Schauen mal, da ist das Feld. Sprinten können wir nicht mehr wirklich lange. Fabian Wegmann könnte vielleicht sogar erfolgreich sein.
Na, jetzt ruckelt's aber böse. Auf geht's. 2 Kilometer. Vorsprung ist immer noch vorhanden. Oh je. Fabian Wegmann gewinnt das Ding. Wenn wir da mitgehalten hätten. Wir sind immer noch auf Platz 2, aber gleich werden wir wahrscheinlich an uns vorbeisprinten. Ne, wir haben immer noch ein bisschen Platz nach hinten. Können sogar theoretisch noch sprinten, aber gut, der gelbe Balken wird auch gleich weg sein. Ne, jetzt fahren sie vorbei. Jetzt fahren sie vorbei. Huch. Auf Eddie, komm, häng dich hinten dran. Scheiße. Aber der rote Balken ist auch gleich weg. Ja, jetzt hier die Mega-Ultra-Zeitlupe. Zack, ist unser Balken weg. Schade. Aber vielleicht, ja, komm schon, komm schon. Top 10 wenigstens, Top 10. Mist, waren wir nicht in den Top 10, verdammt. Ach, Manu. Es sah so aus, als hätten wir da noch eine Chance gehabt, in die Top 10 zu fahren. Aber Fabian Wegmann, die Attacke mitzugehen, war gar nicht so doof. Nur wir waren halt nicht stark genug. Schade. Da hätte mehr draus kommen können. Und im Endeffekt sind wir Elfter geworden. Hinter dem Sieger vom Cyanid Cup 1. Also 14. Elfter. Finde ich gar nicht mal so schlechte Positionen. Cyanid Cup 3 kommt jetzt am 17. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Der Rhythmus steigt jetzt natürlich auch immer mehr. Da haben wir Christoph Slyrs, Jaap de Man, Elliot Porter, Nicolas Verreken und Jack Sattler dabei. Da gehen wir jetzt auch direkt rein ins Rennen und da sehen wir, das ist ein Profil, das liegt uns. So, und willkommen zurück. Jetzt habe ich den Ladebildschirm tatsächlich mal rausgeschnitten. Hoffe ich. so, und jetzt sind wir hier bei einem Profil, das uns definitiv liegen sollte. Ist natürlich schon fast ein bisschen bergig, aber ich hoffe mal, dass es noch als Hügel durchgeht. So, jetzt muss erstmal wieder jeder seine Position finden hier im Feld. Leider sind wir schon wieder so ein bisschen durchgereicht worden. Aber macht gar nichts. Wir fahren jetzt ein kleines Stückchen vor, beziehungsweise wir lassen es erstmal und machen wieder auf vierfache Geschwindigkeit. Das sieht natürlich verdammt nach Rundkurs aus. Und mit einem kleinen Schlussanstieg dann noch, wo es dann wohl doch mal andersrum geht. Also sehr, sehr steile Strecke. Hier sehen wir schon, der Hügel hat es in sich. Boah. Wir haben jetzt aber einige aus unserem Team schon große, große Probleme. Das ist ja nur der erste Zipfel. Da haben alle schon fast alle ihren roten Balken schon verbraucht. Und wir fahren natürlich auch sehr, sehr weit hinten. Ob das so gut ist, ich wage es mal zu bezweifeln. Wenn jetzt auf der Abfahrt, wenn dann vielleicht mal ein bisschen Tempo rausgenommen wird, dann können wir ja vielleicht doch mal vorfahren, aber es wird nicht wirklich Tempo rausgenommen. Vielleicht jetzt in der Ebene. Jetzt können wir ein Stück vorfahren. Auf geht's, Eddie. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht dauernd Ulle nenne. So, da darf sie gerne verweilen. Und jetzt sollten wir auch mal vorne über die Berge drüber fahren. Aber ich denke mal, dass es hier schon einige Fahrer gibt, die am nächsten Berg abgehängt werden. Wenn es schon so brutal mit dem gelben Balken zugeht wie eben. Das ist natürlich jetzt ein etwas längerer Anstieg. Gerade ein paar kleine Probleme, es tut mir leid. So, jetzt sehen wir diesen Anstieg mal, der doch sehr, sehr lang ist. Also ich würde es schon fast gar nicht mal als Hügel bezeichnen, das ist schon fast ein kleiner Berg. Eddie Merckx Puls ist aber eigentlich ziemlich gut. Stürzen wir nicht auf der Abfahrt.
Ich denke, heute haben wir ganz gute Chancen. Kommt natürlich jetzt auch auf die Tagesform an, aber ich hoffe mal, dass wir vielleicht endlich unseren ersten Top-10-Platz einfahren können. Das wäre natürlich super, wenn wir das direkt im dritten Rennen machen. So, wir stehen bleiben, Eddie. Und wir müssen erst mal dran gewöhnen, dass der so ein breites Kreuz hat. Das sind wir von Ulle nicht gewöhnt, wenn wir jetzt auch mal den Fahrer vor uns sehen. Der ist deutlich schmaler gebaut. Pulswerte sind gut, jetzt müsste nur einer auch mal Wasser holen für uns. Und dann tatsächlich sogar ein fahrender Ausreißergruppe, wie ich gerade sehe. Porter ist vorne mit dabei. Mit unseren Jungs, aber der wird eigentlich, denke ich mal, keine große Chance haben, die Etappe zu gewinnen mit diesen Werten. Das Tempo jetzt hinten auch nochmal deutlich schneller gemacht. Wir haben noch keine Tagesform leider. Halbzeit zur Seite. Beziehungsweise ist ja gut, dass wir. Ah, jetzt genau jetzt Zeit gefallen nach unten. Mist. Minus 2. Verdammt. Dann wird es natürlich schwierig. Selbst für Eddie. Puls geht jetzt auch über 150. Mal schauen, ob wir die Wasserflasche noch kriegen von Slurs. Ich hoffe jetzt mal. Verpowert jetzt gerade alle seine Kraft. Da, der Mann ist es. Und da ist Lewis, der jetzt uns die Wasserflasche nicht mehr geben konnte. Na super. Jetzt haben wir kein Wasser. Dann muss ich das Wasser jetzt selber holen. Ne, jetzt haben wir Wasser. Da ist er. Sehr gut. Dann hätten wir das wenigstens noch geschafft. Porter hat eine Tagesform von plus 4. Aber bei uns mit minus 2 ist natürlich nicht so schön. Jetzt geht es langsam in die entscheidende Phase. Den nächsten Zipfel will ich jetzt nochmal, wir können schon mal ein bisschen langsamer stellen. Auf plus 2, also mal 2. Schauen wir, dass wir da schon nicht irgendwie abgehängt werden, falls das Tempo höher wird. Die Tagesform sollte sich jetzt hoffentlich nochmal verbessern. Zumindest auf plus minus 0 wäre schön. Bleiben. Das Tempo ist jetzt schon hoch. Hier ist 160 bei Eddie. Ja, also mit dem Etappensieg wird es heute nichts. Denke ich mal, kann man ganz mutig mal schon mal vorwegnehmen. Und jetzt beim nächsten, da müssen wir dranbleiben. Attackieren werde ich dann jetzt heute nicht. Beim letzten Mal hatten wir ja eine relativ gute Tagesform auch. Da dachte ich mir, gut, wir versuchen es einfach mal. Die Attacke und der Zeitpunkt, die waren ja auch nicht verkehrt. Nur Fabian Wegmann war halt immer deutlich stärker. So, jetzt geht es ja gleich in den letzten Anstieg quasi. Wir haben jetzt 29 Kilometer, wenn ich jetzt mal auf die 80 hochgehe. Nicht so, dass er nach vorne rast, jetzt doch ein bisschen zumindest. Aber das müssen wir jetzt, glaube ich, auch machen. Die Kurve würde ich fast nicht mehr verschönen. So, dranbleiben, Eddie. Das ist halt das Schöne, wenn wir über solche Hügel mit dem Besten rüberfahren, dass wir so einen schönen Beschleunigungswert haben. Dann können wir auch einige Etappen gewinnen, wenn wir in größeren Gruppen vielleicht mithalten können. Das ist halt mal eine ganz andere Ausgangslage als beim Etappenfahrer. Schlummelt sich jetzt hier so ein bisschen durch. Aber wir sind vorne mit dabei. Also wir können auf jeden Fall ein bisschen runter. Wir können unseren eigenen Jungen auch nicht hinterherfahren, auch wenn das Tempo so niedrig ist. Ist eigentlich okay. 46 Fahrer, den Balken wollen wir nicht kaputt fahren. So, jetzt wird gleich nochmal attackiert hier oben raus. Da müssen wir dranbleiben. Dann gibt es erstmal eine lange Abfahrt. Und der gelbe Balken frisst sich jetzt doch langsam weg. Und jetzt heißt es einfach dranbleiben. Von den anderen Jungs ist keiner mehr dabei, außer Porter. Auf, jetzt lass endlich die Kuppe kommen, verdammt, sonst ist der gelbe Balken gleich weg. So,
sind wir gleich drüber. Und dann gibt es noch einen kleinen Sprint. 37 Fahrer sind dabei. Jetzt müssen wir uns aber erstmal ein bisschen regenerieren. Lass dich ruhig mal ein kleines Stück zurückfallen. Du musst dann nicht ganz vorne an der Spitze fahren. 29 Fahrer sind's. Wenn wir jetzt im Pulswert ein bisschen zurückfahren könnten, das wäre ein Traum. Dann können wir nämlich nochmal ordentlich in den Sprint reinhalten. Der Ausreißer ist auch gleich eingeholt. Wasser haben wir auch genug. Ja, vielleicht haben wir ein paar Chancen. Mal schauen, wer denn nur alles so dabei ist jetzt noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt aber dann auch nochmal leicht bergauf hinten raus. Jetzt müssen wir natürlich vorne mit dranbleiben. So, jetzt ist das Tempo erstmal ein bisschen raus und jetzt wird attackiert. Scheiße. Kommen die weg? Nee, er nimmt raus. So, 4 Kilometer. Ja. Jetzt kommt schon Eddie. Scheiße, wieso fahren jetzt alle vorbei? Kann ich den nicht hinterherfahren? Weit hinten jetzt. Er ist jetzt stark, Marcato. Marcato fahren wir hinterher. Marcato haben. Komm nicht an den Rand, komm schon. Falsche Hinterrad bestimmt. Der ist auch platt. Mist. Ach, schade. Aber da fehlen uns halt dann doch noch die entscheidenden Körner hinten raus. Werden wieder nicht in die Top 10 fahren. Sind leider aus dieser Gruppe noch leicht rausgefallen. Aber da ist das Tempo für uns einfach noch zu hoch. Aber gut, das war das dritte Rennen. Ist hier Nit Cup 3. Ich weiß nicht, ob man den gewinnen kann. Ich habe es zumindest noch nie geschafft. Naja, aber wir sind wieder relativ gut gefahren, wieder in den Top 20 müsste es eigentlich noch gereicht haben. Damiano Cunigo hat auch gewonnen, das ist jetzt auch kein ganz schlechter, wie ich mal gehört habe. Hat, glaube ich, Giro d'Italia-Sieger bei der Tour Top 10. Aber wir sind genau 20. geworden, das haben wir also gerade so geschafft. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir mal die erste Folge. Sehr, sehr lange erste Folge, alle drei Sierra Cup Rennen haben wir gefahren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran, noch ein zweites Let's Play parallel zu haben mit Eddie Merckx. Wie gesagt, ein paar Anekdoten werden immer kommen, wenn es eben angebracht ist. Und wir haben jetzt sogar schon 100 Euro Preisgeld eingenommen. Das versaufen wir jetzt komplett. Und ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge dabei mit Eddie Merckx, mit dem Radsportmanager. Und dann werden wir wahrscheinlich den Stefan Zwolle spielen. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal mitrollen. Da können wir mal ein bisschen Sprint üben. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns. Bis dann.